Herzlich willkommen im Train Simulator. Wir sind wieder zurück im guten alten Train Simulator und fahren auf der vor kurzem neu erschienenen, auf Steam neu erschienenen Brückenbahn. Die Strecke gibt es an sich schon länger, allerdings jetzt seit Anfang Januar auch auf Steam. Und wir gucken uns das Ganze hier mal an und fahren ein Szenario. Hallo Kollege, willkommen zurück in Drei Annen Hohne. Die Fahrgäste sind nun eingestiegen. Von hier aus geht es weiter mit erneutem Wasserhalt in Schierke zum Brockengipfel. Viel Spaß. Das wünsche ich auch. Wir schauen uns mal von außen an, was wir hier fahren, nämlich die Baureihe 99 der Brockenbahn. Hervorragend, wirklich. Das erste Mal auch hier übrigens in der Dampflok unterwegs im Train Simulator. Hinten dran die HSB-Wagen. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, hier vorne noch eine 99. Toll. Ich würde sagen, wir steigen mal in den Führerstand ein und gucken mal, dass wir hier irgendwie uns zurechtfinden. Was ich gerne als erstes machen würde, wäre die Lichtmaschine einschalten. Das machen wir mit der Taste Y. Die ist jetzt an. Und dann können wir jetzt das Licht anmachen. Und zwar einmal die Spitzensignale mit der Taste H. Ja, das noch nicht ganz. Ja, das passt schon eher. Vorne dreimal weiß. Hinten zweimal rot. Naja, sehe ich jetzt nicht, aber wir haben immerhin hier die Zugschlusstafeln. Das passt ja dann auch. Dann würde ich gerne die Führerstandsleuchte anmachen mit der Taste L, damit wir auch ein bisschen von drin was sehen können im Führerstand. Ja, geht die Animation, da muss man jetzt nicht so genau hingucken. Im Feuer, das sieht jetzt nicht so gut aus, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich. Genau, ansonsten haben wir, glaube ich, soweit alles. Die Taste I für das Zeigerlicht. Ja, also macht natürlich keinen Unterschied, da muss man einfach so Licht an. Das passt dann soweit. Dann können wir einmal hier die Steuerung auf 75 vorwärts setzen. Wir lösen die Bremse und dann ganz langsam den Regler bewegen und bewegen uns. Genau, Signal zeigt nämlich Fahrt an. Und dann fahren wir hoch einmal die Brückenbahn. Jawohl, das passt soweit alles. Ausfahrt mit 30. Wir haben keine PZB, keine Siefer. So, dann einmal den Regler ein bisschen nach hinten. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Das ist tatsächlich für mich das allererste Mal, dass ich eine deutsche Dampflok fahre. Eigentlich können wir, glaube ich, die Zylinderhähne schließen. Ich weiß gar nicht, ob die offen sind. Nee, sind sie, glaube ich, gar nicht. Zylinderhähne geht mit der Taste C. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir C drücken. Okay, jetzt sind sie offen. Ja. Weiter zurückschieben. Auf den Regler weiter öffnen.
Wald. Wagen stehen. Ja, ich persönlich war noch nie tatsächlich hier in Realität unterwegs in diesem Bereich. Ich kenne die Harzer Schmalspurbahn auch nur von Fotos und Videos. Und noch einmal pfeifen. Aber mit Sicherheit ist irgendjemand von euch ja auch schon mal hier gewesen. Und das würde mich dann sehr interessieren, wenn ihr mal in die Kommentare schreiben würdet, wie es da so war. Ob ihr auch mit dem Zug gefahren seid, wie da so das Erlebnis ist. Ich meine, das ist ja eher so, ist das Holzklasse? Es sieht ein bisschen nach Holzklasse gefühlt aus, aber ja, wobei es geht eigentlich. Durch das Harz durch. Ich glaube, das ist hauptsächlich eine Monokultur, dieser Wald. Meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also eher so ein Klopapierwald als alles andere, aber naja. Ja, Monokulturen, nicht so gut. Wir können tatsächlich die Geschwindigkeit ziemlich gut regulieren, weil wir die ganze Zeit gegen die Hangabtriebskraft kämpfen und so wieder einmal eine Stellung gefunden haben, mit dem Regler. Können wir die ganz gut nutzen? Vielleicht noch ein Vorsignal. Das müssen wir theoretisch bestätigen. Aber wir haben ja eh kein Prozentsignal hier. Was ist eigentlich das da? Spitzensignal, Rangierlicht, Zeiger, Führerscheinsleuchte, okay. Haben wir aber theoretisch mit Halt zu erwarten. Wir müssen dann theoretisch dann halt erwarten. Da das Signal allerdings Fahrt anzeigt, ist soweit alles gut. Das ist aber noch ein Buchfahrplan. Jahresfahrplan 1988-89, gültig vom 29. Mai 88 bis zum 27. Mai 89. Mal auf die Karte gucken. Vorne. Und hier oben sind wir dann auf den Brocken. Da unten ist, glaube ich, weniger ohne. Genau.
Bärenliga, so, Entschuldigung. Wir nehmen einfach mal komplett die Leistung raus und nutzen die Hangabtriebskraft. Und lassen uns dann fallen auf die 20, wenn man so möchte. So, jetzt können wir wieder Leistung aufschalten. Wir hätten auch noch ein ganzes Stück weiterfahren können mit den 30. Was ist das? Ein umgestürzter Baum. Ja, gut. Hier noch so alte Gleise. Aha. Alte Reiche. Haben wir übrigens eine einlösige Bremse, müssen also eigentlich recht vorausschauend fahren. Pfeiftafel. Und nochmal eine Pfeiftafel. Ab hier gelten noch die 20. Ja, wir waren schon lange nicht mehr im Train Simulator unterwegs. Eigentlich aus guten Gründen, weil ich persönlich einfach PSV lieber spiele als Train Simulator, aber ab und an mal so für so zwischendurch finde ich es tatsächlich einfach sehr. Ja, es ist wirklich eine nette Abwechslung auch mal Train Simulator zu spielen. Gerade wenn es dann hier so um solche Strecken geht. Und um Dampfloks und so, aber. Das ist schon nicht schlecht. Ja, irgendwie grafisch ist das so. Ja, ja. Also sagen wir so, ich könnte jetzt nicht durchgehend Train Simulator spielen. Dafür ist mir einfach die Grafik wirklich zu schlecht. Und hier diese 2D-Vegetationsobjekte und so. Also das müsste auch gar nicht sein, die dritten Spieler hier. Und auch die Bäume, ne? Hier diese 2D-Bäume und so. Ja, also keine Ahnung, ne? Muss nicht sein. Als würde man durch so eine Filmkulisse durchfahren. So fühlt sich das halt manchmal im Train Simulator an. Der TSV fühlt sich da viel natürlicher für mich persönlich an, aber so ab und an, also als kleiner Ausgleich zum TSV, finde ich, ist das absolut in Ordnung. Hier haben wir ja auch richtig 3D-Bäume, ne? Uns Zeit lassen mit dem Abschalten der Leistung. Gucken aufs nächste Signalbild. Jawohl, da wird uns dann halt angekündigt. Würden wir bestätigen, aber wie gesagt, ohne PZ. Wir haben wirklich keine PZ. Ganz kurz mal. Steuerung Enter. Ne, keine PZ. Ist das tatsächlich so, dass die Baureihe 99 hier der Harzer Schmalspurbahn ohne PZ umfährt? Aussichtsturm vielleicht?
wird jetzt gleich gepfiffen. Und dann müssen wir hier anhalten. Ah, jetzt habe ich die Notbremse eingestellt. Ups. Ups. Das war nicht so gut. Ja, einlösige Bremse und so. Ja, verzeiht es mir, der Umgang, das ist wirklich das erste Mal, dass ich mit dem Fahrzeug hier unterwegs bin. Das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Der Zylinder hier noch auf. Da vorne halten. Er war noch nicht. Nee. So, jetzt aber. Was sollen wir denn machen? Ich verstehe es nicht ganz. Holen Sie Treibstoff, Wasser von Übergabe 7. Wie hole ich denn hier Wasser? Kann mir das jetzt jemand erklären, wie diese Mechanik hier jetzt funktioniert mit dem Wasser holen? Okay. Das war nicht so gut. Aber wo müssen wir denn dann... Wo ist die Halteposition? Wo kommt das Wasser rein? Mal kurz überlegen. Ja, in einem von diesen dreien hier. Wenn ich das jetzt nur wüsste, wo hier Wasser reinkommt, ne? Ja, Bremse lösen bitte. Ja, das ist halt, wenn man die Steuerung vom Train Simulator gewohnt ist. Ach, wir haben hier hinten auch eine. Nee, doch nicht. Wenn man die Steuerung vom Train Simulator gewohnt ist, dass man halt, ja. Okay, vielleicht müssen wir einfach hier bei der Haartafel halten. Okay, und jetzt? Muss ich doch bestimmt hier irgendwie draufklicken. Achso, ach, haben wir schon gemacht? Ah, okay. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen zurücksetzen, vermutlich. Oder? Das ist ja eh nur ein Gepäckwagen. Dann kann ich die Türen aufmachen. Ja, jawohl. Das hat dann geklappt. Genau, dann können wir die Türen einfach aufmachen. Können jetzt hier einmal durch die Wagen durchhuschen. Das blende ich mal kurz aus. Beim Übergang festhalten, auf dem Übergang nicht aufhalten. Keine brennenden Gegenstände aus dem Zug werfen. Waldbrandgefahr, 12 Stehplätze. Kinder nur in Begleitung. Erwachsener, Nichtraucher. Jawoll. Hoch. Türen sind wieder zu. Unpünktlichkeitsstrafe, minus 2670 Punkte. Naja, was auch immer. So, dann dürfen wir fahren. Wir lösen die Bremse. Öffnen die Zylinderhähne und fahren an. Na. So, den Zylinder hier kann man wieder schließen. Ups, wir sind zu schnell.
positionieren wir uns mal hier an die 30er Tafel. Merken wir, dass die Kamera mal da 40 km/h schnell fliegt. Und der nächste Halt ist ein Brocken. Halten wir mal an. Ja, Notbremse. Einmal dicht hier komplett nach vorne. Auf 75 vorwärts. Wir lösen wieder die Bremse. Ob wir das überhaupt schaffen. Aber ich hoffe doch mal so, ja. Ja doch, die Bremsen sind alle gelöst.
keine gute Idee. Ja, was machen wir denn jetzt? Größte Geschwindigkeit zu 40 km. Ja, davon sind wir weit entfernt. Ja. Also irgendwie. Der erste Teil der Fahrt hat ja ganz gut geklappt, aber ich habe jetzt langsam das Gefühl, dass wir den Rest der Fahrt nicht mehr schaffen werden. Was hauptsächlich der Tatsache geschuldet ist, dass ich eigentlich nicht so wirklich weiß, wie man eine Lokomotive, eine Dampflokomotive steuert. Also, wo weiß ich das? Kein Trinkwasser, wer hätte gedacht. Nö, wir werden einfach immer langsamer. Aber warum? Der erste Teil der Fahrt hat doch hervorragend geklappt. Warum ist es denn jetzt auf einmal so, dass unsere Lok nicht mehr möchte? Ah, schaut an. Sie kämpft sich wieder zurück. Jawohl, du schaffst das. Ja, an dieser Stelle ist, glaube ich, der Hinweis so vollkommen unnötig zu sagen, dass ich kein Lokführer bin und ich somit nicht mit diesen Fahrzeugen in der Realität betraut bin. Zum Glück. Ich kenne nur das Erlebnis hier hinten, also als Fahrgast, aber in diesen Zugmaschinen selbst saß, oder stand ich noch nie, zumindest nicht bisher, also am Fahren. Ja, was funktioniert? Das Ganze mal hier von oben ein bisschen angucken. Ja, ne, also hier kämpfen wir uns dann langsam hoch, da verlaufen dann die Gleise so in die Richtung, bis wir dann irgendwann da oben sind. Das müsste eigentlich. Genau, ja, das ist der Brocken, definitiv. Wir kämpfen uns hier so langsam hoch.
Also ich finde es ja vollkommen okay, dass die weit entfernte Szenerie, die Bäume hier vorne, so dass das alles jetzt 2D-Bäume sind, ne? Ihr seht es, die drehen sich ja mit uns irgendwie mit. Vollkommen fein. Aber dass auch die Bäume, die in direkter Nähe zu uns sind, ebenfalls diese 2D-Bäume sind, weiß ich nicht. Also die meisten wäre jetzt zum Beispiel nicht, ne? Wobei auch der. Aber es halt einige Bäume gibt, die am Rand stehen, die hier so diese 2D-Vegetationsobjekte. Mal ganz kurz, was da hinten angesagt wird. Okay, freie Fahrt. Fangen wieder an oder wir haben wieder aufgehört, Geschwindigkeit aufzunehmen. Auch das sind solche Unschönheiten, das muss nicht sein, denn eine Bahnübergabe. Ab hier dann noch 40, aber ich glaube kaum, dass wir 40 hochbeschleunigen können. Jetzt nochmal gewillt, hier am Regler nochmal was zu versuchen, um den runterzustellen, aber dann verlieren wir sofort an Geschwindigkeit. Ja. Ich den Regler zurückschiebe, dafür den weiter öffne. Ja. Ja, so haben wir da ein bisschen. Ja. Ja, na gut.
Also ich habe das irgendwie nicht so ganz draus mit dem Dampflokfahren. Ich glaube, bevor wir uns hier weiter damit abquälen oder ich mich damit abquäle und ihr euch bei dieser Fahrweise, würde ich sagen, hat das auch gereicht als kleine Vorstellung der Brockenbahn. Ja. Das Ganze gibt es auf Steam für den Train Simulator. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.